Einen Superhelden in einem Hollywood-Film zu verkörpern, klingt nach einem feuchten Traum für jeden Nerd. Okay, ist aber auch verständlich. Wer würde nicht gern einmal, wenn auch nur auf der Leinwand, die Welt retten? Doch so schön wie es auch klingen mag, kann der Alltag eines Superhelden auch schnell unbequem werden. Das kann auch schon beim dazugehörigen Heldenkostüm anfangen. Darum habe ich mich mal ein wenig umgesehen und kann euch daher heute 5 Marvel-Superhelden zeigen, die ihr Kostüm hassten. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5, Chadwick Boseman. Erst dieses Jahr kam der erste Black Panther Film raus, jedoch hatte der gleichnamige Held bereits 2 Gastauftritte in anderen MCU-Streifen. Black Panthers Moves und Kampfkünste sind einfach nur atemberaubend und sehen auch so aus, als wären das seine einfachsten Übungen. Jedoch gestand Boseman nach den Dreharbeiten von Captain America Civil War, dass er es gehasst hat, im Anzug zu stecken. Es soll sich angefühlt haben, als hätten die Dreharbeiten bei 90 Grad Celsius stattgefunden. Oder um es sich bildlich vorstellen zu können, wenn man in einem Latexanzug an den Strand geht. Und die Nummer 4, Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen verkörpert Scarlet Witch im Marvel Cinematic Universe seit 2015 und sie scheint seitdem von Minute zu Minute immer mehr zu lernen und besser zu werden. Nicht umsonst ist sie eine der stärksten Charaktere im MCU. Elizabeth verriet jedoch, dass sie abgesehen von ihrer Rolle ihr Kostüm nicht so super findet wie ihre Superkräfte. Sie selbst findet, dass ihr Kostüm mehr an gewöhnliche Alltagskleidung erinnert als an eine junge starke Heldin, die Bösewichten so richtig in den Arsch tritt. Aber hey, wenigstens hat sie nicht das Kostüm aus den Comics verpasst bekommen, das ist nämlich sehr, extravagant. Und da sind wir auch schon bei der Top 3, Olivia Munn. Springen wir mal eben vom MCU rüber zu den X-Men. Olivia Munn spielte Psylocke in X-Men Apocalypse im Jahr 2016, welcher übrigens von den Fans des Franchises als alles andere als der beste Film der Reihe gesehen wird. Das Kostüm von Psylocke wird sogar ein klein bisschen mehr gehasst. Es wurde mehr oder weniger von Kritikern zerrissen und nun ja, witzigerweise hat sich Olivia, als sie in einem Interview über das obszöne Kostüm sprach, genau darüber beschwert. Es war sehr unkomfortabel und war auch nicht bequem. Obendrein ist das Kostüm immer wieder gerissen, was dafür sorgte, dass sie sich, bevor sie ins Kostüm stieg, mit Gleitmittel einschmieren musste. Fast am Ende und die Nummer 2, Ryan Reynolds. Dass Ryan und Deadpool Zwillinge sein könnten, ist bekannt. Er fühlt sich im Kostüm von Deadpool wohl, auch wenn es manchmal ein wenig warm ist. Jedoch geht es heute auch um eine ganz andere Sache. Etwas, was man fast den grünen Fauxpas nennen könnte. Wie auch andere Schauspieler verkörperte er nicht nur für Marvel einen Superhelden, sondern auch für die Konkurrenz DC. So schlüpfte er beinahe in das Kostüm von Green Lantern. Aber warum sage ich jetzt beinahe? Naja, das Kostüm, was im Film zu sehen ist, ist nicht existent. Die Regie einigte sich darauf, dass der Anzug animiert wird. So musste Ryan während der kompletten Dreharbeiten einen Motion Capturing Anzug tragen. Auch wenn die Filmindustrie mittlerweile keine Grenzen mehr in Sachen CGI kennt, wirkt es so, als hätte die Post-Production 10 Jahre vorm Dreh von Green Lantern den Anzug entworfen. Ryan selbst sagt, dass er sich dafür schäme und will auch nie wieder in die Rolle der grünen Laterne schlüpfen. Und zu guter Letzt die Nummer 1, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. spielt Iron Man jetzt schon seit einer Dekade. Das gesamte heutige MCU wäre ohne ihn und des gesamten Iron Man Franchises womöglich niemals zustande gekommen. In Avengers Infinity War ist der Anzug des eisernen Helden komplett durchanimiert. Nur noch kleine Abteile des Anzuges werden beim Dreh verwendet, um es Robert und der Postproduktion ein wenig einfacher zu machen. Doch CGI war vor 10 Jahren noch nicht so weit, dass man den Iron Suit animieren hätte können. So musste Robert während des Drehs des ersten Iron Mans einen kompletten Anzug aus Metall tragen. Dieser war laut seinen eigenen Aussagen so schwer, dass er kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand. Obendrein hatte er angeblich immer wieder klaustrophobische Anfälle bekommen und meinte, dass er beinahe gestorben wäre beim Drehen der Wüste. Naja, hätte er hingeschmissen, würde wahrscheinlich gerade kein Avengers-Film in den Kinos laufen. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao!